Hallihallo, schön, dass du vorbeischaust. Hier ist Theresa von Sammydolls. In dieser Videoserie werden wir eine Puppe machen mit dem Amelie-Schnittmuster, inklusive der Haare, der Klamotten und der Schuhe. Und die Amelie ist 46 cm groß und kann Klamotten tauschen mit Puppen wie American Girl, Guts, Our Generation und so weiter. Alle anderen Videos in dieser Serie sind unter dem Video verlinkt und du kannst den Link für das Schnittmuster auch unter dem Video finden. Und jetzt geht's los! Wir brauchen Stoffmaterial, Schlauchverband, starken Faden, eine Nähnadel, helles Nähgarn und den Kopfüberzug. Nimm den Mullbindenschlauch oder Schlauchverband und binde ihn in der Mitte ab. Forme einen festen Ball mit der Maisfaser. Ich versuche ihn so fest wie möglich zu machen, damit der Kopf über viele Jahre seine Form beibehält. Stopfe den Ball in den Schlauchverband, zupfe je nach Bedarf etwas von der Faser ab oder stopfe noch etwas mehr in den Verband, damit du genug für den Kopf und Hals hast. Und mache einen Knoten. Wir werden das andere Ende des Schlauchverbandes über den Kopf ziehen, nachdem wir den Kopf fertig abgebunden haben. Suche dir die schönste Seite des Kopfes aus, auf der du das Gesicht haben willst. Binde das Garn um die Halsregion und ziehe es fest. Binde als nächstes einen Faden um die Mitte des Kopfes, um die Augenlinie zu machen. Binde anschließend einen Faden vertikal um den Kopf, um das Kinn und die Bäckchen zu formen.
Ich binde auch einen Faden um den Muff, um ihn etwas schmaler zu machen, damit er besser in den Kopfüberzug hineinpasst. Dieser Schritt ist optional. Hier habe ich zum Vergleich das Schnittteil für den Halsüberzug, damit man sehen kann, das ist alles ein bisschen schmaler unten und dann passt alles besser. Nähe nun die Fadenkreuzung fest, damit nichts verrutschen kann. Ich gehe dazu mehrmals unter und über die Fadenkreuzung von einer Seite auf die andere. Nähe dann bis zur Mitte des Gesichts immer unter und über dem Faden der Augenlinie. Markiere die Nasenposition mit einem luftlöschbaren Marker oder einer Stecknadel. Gehe mit der Nadel an der Augenlinie unter die Füllung und komme auf einer Seite der Nase heraus. Nähe in einem Kreis, während sich langsam die Nase formt, immer von einer Seite der Nase auf die andere, unter der Füllung hindurch. Wenn die Nase fertig ist, gehe zurück zur Augenlinie und nähe bis zur linken Seite des Gesichtes, wo sich die Fäden kreuzen. Nähe auch diese Kreuzung fest.
Ziehe den Faden an der Hinterseite des Kopfes nach unten. Ich benutze dafür eine Häkelnadel. Nähe diesen Faden ebenfalls fest, bis du wieder am Anfang ankommst. Du kannst den Faden auch am Kopf festnähen. Es ist nicht notwendig, da der Faden fest genug gezogen ist, aber sicher ist sicher. Ziehe nun das andere Ende des Schlauchverbandes über den Kopf und verknote es unter dem Muff. Und dann sind wir auch soweit erstmal fertig mit dem Kopf. Im nächsten Video schauen wir uns an, wie wir die Schnittteile zeichnen und nähen auf der Nähmaschine. Und alle anderen Videos in dieser Serie sind unterhalb dieses Videos verlinkt in der Beschreibung. Und ich hoffe, ich sehe dich auch im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und hinterlass mir einen Kommentar mit deinem Feedback und Videowünschen. Wenn du Lust hast, kannst du mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter finden. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!